Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie überhaupt auf sich darauf einlassen, um einmal in diese Gedankengänge reinzukommen. Bevor wir jetzt zum zweiten Schritt kommen, an die Startlinie gehen, möchte ich Sie einladen, so einfach mal ganz kurz zu reflektieren. Wer mag, darf gerne die Augen dazu schließen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt ein Zielbild vor Augen. Sei es im beruflichen Bereich, im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich oder im gesundheitlichen Bereich. Wenn Sie sich dieses Ziel, was Sie ganz alleine für sich wissen, wie es sich anfühlt, einmal so vor Ihr inneres Auge holen, vielleicht ist Sie da etwas schon zu sehen, was Sie genau dort machen, sei es einen Vortrag halten, sei es ein gutes Gespräch führen, was auch immer Sie als Zielbild für sich haben. Und das mal so ein bisschen ins Leben bringen, was genau Sie sehen vor Ihrem inneren Auge. Vielleicht gibt es was zu hören. Vielleicht sind Stimmen da, vielleicht ist Musik da, vielleicht irgendwelche Naturgeräusche auch zu hören. Und vielleicht gibt es auch etwas zu riechen oder zu schmecken. Und bei den meisten wird ganz gewiss etwas zu fühlen sein. Wie fühlt es sich an, wenn ich mir wirklich vorstelle, dass ich dieses Ziel für mich schon erreicht habe? Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn Sie für sich im Moment dort schon so ein bisschen angekommen sind, vielleicht gibt es ja ein ganz bestimmtes Symbol oder ein Wort oder ein Gegenstand, das Sie für sich mit diesem Ziel, mit Ihrem eigenen Zielbild in Verbindung bringen. Vielleicht hat es eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Größe. Und dass Sie dieses Wort, diesen Gegenstand, dieses Gefühl, was auch immer es für Sie ist, dass Sie es in Ihrem Körper, an irgendeinem Ort verankern, wo Sie im Alltag genau wissen, okay, genau da ist es mein Zielbild und in bestimmten Situationen es rausholen, wo Sie es vielleicht verloren haben. Es geht so darum, ein bisschen Anker zu setzen. Anker zu setzen, was ich mir immer wieder vor Augen holen kann, dass ich jetzt genau weiß, und da will ich hin. Das war so mal gerade so eine ganz kleine Reise so ins Innere. Darf ich einfach einladen, dann wieder zurückzukommen. Im Coaching machen wir die Sachen natürlich schon viel intensiver, viel länger, sodass wir wirklich da gut bei uns ankommen können. Das war jetzt gerade einfach mal so ein bisschen ja, ein Impuls, wie so etwas passieren kann. Und es kann sein, dass Sie beispielsweise, also ich habe mein Ankerbild, ist dieses Bild, das war dann also unser Zieleinlauf nach der Langdistanz. Aber hier geht es wirklich darum, was könnte ein Bild, Symbol, Musik, Wort, Zitat oder Anker sein? Etwas, was ich mir zu Hause hinhängen kann, ein Bild. Wir haben damals immer von diesem Wettkampf das Riesenplakat da hängen gehabt, wussten genau drüber, okay, da ist irgendwas. Wollen wir trainieren? Sollten wir trainieren? Sollen wir rausgehen? Also irgendetwas, was Sie sich für sich zu Hause hinhängen können oder hinschreiben können, auf den Schreibtisch legen können, was auch immer, was Sie genau daran erinnert sein, und da will ich hin. Das nennen wir Anker setzen. Immer wieder dran denken, immer wieder dran denken. Weil alle werden vom Hamsterrad irgendwo eingeholt. Dass wir tagtäglich irgendwo weitermachen wie bisher. Aber wenn da etwas ist, was für uns wichtig ist, dann macht es Sinn, das immer wieder irgendwo zu wiederholen. Und dass wir es vor Augen haben. Dass wir uns dort sozusagen wieder drauf fokussieren. Ja, dann gehen wir mal an die Startlinie. Ne? Das heißt, da unten sind wir jetzt. Wir wissen, wo wollen wir hin? Da oben ist etwas, was für den einen oder anderen schon so ein bisschen leuchtet, ein bisschen was auch bewegt da drin, sagt, da will ich hin. Und dann gucken wir uns jetzt hier unten mal so zwei Seiten an. Wir gucken uns auf der einen Seite an, da will ich hin. Und hier, was ist denn alles schon da? Weil oftmals stehen wir hier und wollen da hin und denken, oh nee, alles noch neu lernen, so viel, weil ich alles machen muss. Und wo soll ich das in meinem Leben noch hinkriegen? Haben dann mal das Ziel, denken, ist viel zu schwer, hör wieder auf. Schade drum. Weil wenn wir hier vorne stehen, müssen da wollen wir hin und gucken uns erstmal die Seite an, wo eigentlich schon sehr viel da ist. Wo wir uns mal genau hinkommen, was ist denn eigentlich an Fähigkeiten da, an anderen Ressourcen da, an Erfahrungen da, die genau für mein Ziel passen. Und wenn wir sie wieder berücksichtigen, dann merken wir auf einmal, dass eine schöne Stärke da ist, dass eine Kraft und Energie da ist. Und die nehmen wir dann mit
und gehen auf die andere Seite. Und die andere Seite, die gucken wir uns dann an und sagen, okay, da will ich hin, das ist schon da. Und was genau brauchen wir noch? Und was genau brauche ich noch, um dorthin zu kommen? Deswegen geht es da um mein Ziel. Und nicht das, was andere haben, nicht das andere denken, was ich brauche. Ich werde es für mich rausfinden, weil ich ja jetzt genau weiß, wo ich hin will. Und diese Startlinie, die gucken wir uns jetzt auch nochmal genauer an, auch mit so ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe. Zum einen geht es da um die Frage, was genau ist meine Ausgangssituation, nicht die von anderen. Weil ich bin in der Lebensphase jetzt drin und weiß, was in meinem Leben noch alles so ist. Und das ist kein Vergleich mit anderen, auch wenn die Kinder gleich altern oder auch die Eltern gleich altern, wie auch immer. Es ist immer ein anderer, etwas anderes, was uns irgendwo belastet oder auch gut tut. Also da wieder auf meine Situation gucken. Und da ist ein Beispiel, wo wir dann drauf gucken im Coaching, wo wir uns auch intensiv mit befassen, wo wir wirklich einfach mal sagen, wie sieht es in den vier Lebensbereichen aus? Wie bin ich da für mich aufgestellt? Passt da das Ziel rein, was ich vorhabe? Also dass wir da einen Fokus drauf haben. Und sagen, okay, wie ist mein Körper, wenn ich ein sportliches Ziel habe, gucke ich mir mal an, okay, ist mein Körper überhaupt bereit dazu? Passt es überhaupt jetzt gerade da rein? Oder würde ich vielleicht doch erstmal irgendwas anderes machen, um vielleicht sowas einzugehen? Wenn Arbeit, wenn ein neues Projekt ansteht und ich vielleicht sowieso schon zu will, bis hier oben bin, oder es passt nicht in mein Umfeld, dann ist es wichtig, da drauf zu gucken. Soziale Kontakte auch zu gucken. Wie bin ich da aufgestellt? Kann es passieren, dass wenn ich dieses Ziel jetzt da erreichen will, wenn ich da richtig in die Richtung gehe, dass ich mein soziales Umfeld teilweise verliere? Oder ist das stabil oder passt es da rein oder brauche ich andere Kontakte? Was genau wird mir da gut tun? Wie bin ich da aufgestellt? Ja, und das ist halt die Sinnfrage. Das ist, was oftmals halt verloren gegangen ist und deswegen lege ich da auch so viel Wert drauf. Im Coaching, gerade im Mentalcoaching, geht es ganz, ganz enorm darum, was ist da jetzt genau für mich los? Auf die innere Stimme zu hören, auf dieses innere Gefühl wieder zu spüren, die Intuition zu haben, weil grundsätzlich wissen wir, was passt und was nicht passt. Und wir haben am Anfang auch gerade das Thema Burnout erwähnt. Auch da habe ich schon sehr viele Leute im Coaching begleiten und da, wo es nicht in Therapie ging oder ein Arzt gebraucht wurde, sei es in der Prophylaxe oder wenn jemand sozusagen wieder zurückgekommen ist. Und das Interessante ist, dass die fast alle sagen, eigentlich habe ich vorher gewusst. Eigentlich habe ich vorher gewusst, aber ich wusste nicht, wie ich aus dem Hamsterrad rauskomme. Ich wusste also manchmal, das ist wirklich makaber, aber der ein oder andere hat dann wirklich auch gesagt, grundsätzlich bin ich froh, dass ich jetzt krank geworden bin, weil dann konnte ich da mal raus. Und ich wusste nicht, wo sie vorher rauskommen sollen. Also da gesehen ist da auch ganz, ganz wichtig, nicht nur auf mich hören und spüren, sondern es dann auch ins Tun kommen. Und mir da jemanden suchen, der den Weg gemeinsam geht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wo ich mir immer angucken sollte, das, was ich da vorhabe, passt das im Moment? Ist es tragbar für mich? Ist es tragbar auch für die anderen? Ich vermisse eigentlich noch die Ressourcen, weil für viele Ziele braucht man nicht. Komm jetzt wieder rein. Sind wir ja in der Startlinie, da kommen die ganzen Ressourcen jetzt. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil ansonsten brauchen wir gar nicht anfangen. Das sind die Startvoraussetzungen, da gucke ich mir genau an, für das, was ich vorhabe, was brauche ich da. Also auch, Sie merken, wir machen ganz viel Vorarbeit. Wir rennen nicht einfach nur los und müssen dann stoppen, sondern wir machen die Arbeit vorher, die mentale Vorbereitung vorher. Und dann können wir einfach ein bisschen beruhigter auch losziehen. So, da haben wir Ihren Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Was denke ich, welche Ressourcen wichtig wären, um mein Ziel zu erreichen? Sie wissen, ich komme im Moment, bin ich sehr, sehr viel im Sport unterwegs, auch mit Profisportlern arbeiten. Da einfach mal dieses Beispiel mitgebracht, das kann man mit jedem Ziel machen. Dann gucke ich mir, schreibe ich mir mein Ziel in die Mitte und dann sage ich, okay, so das Ziel, was ich vorhabe. Und stell mir jemanden vor oder stell mir das für mich vor, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, welche Fähigkeiten habe ich? Was ist mein Ironman beispielsweise, was in meinen Augen ein für mich perfekter, in Anführungsstrichen Ironman, was hat er für Fähigkeiten? Der hat beispielsweise eine Zielorientierung, der hat eine mentale Stärke, der hat Mut, der ist ein Thema Resilienz zu Hause, der hat ein funktionierendes Zeitmanagement und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was Sie mit Ihrem Zielbild machen können. Das, was Sie vorhaben und da mal genau reingucken, okay, so mein, angenommen, ich hätte es wirklich in meiner Perfektion erreicht, welche Ressourcen sind dann wichtig? Und dann gucken wir uns als nächstes an. Welche davon habe ich schon? Das ist die Seite, die ich eben gesagt habe. Und das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Ist für die meisten Kunden ein sehr anstrengender Moment, emotional anstrengender Mensch.
Weil wir haben es meistens nicht gelernt zu sagen, was wir alles schon können, welche Stärken wir haben, was wir sozusagen drauf haben. Und das noch aussprechen, dass man es wirklich auch laut sagt, das ist also sehr, sehr spannend. So die andere Seite geht viel besser, das kann ich nicht, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Geht irgendwie viel einfacher zu sagen. Aber für mich ist dieser Moment ganz wichtig, dass wir sagen, okay, welche der Ressourcen, die ich denke, die ich bräuchte, um mein Ziel zu erreichen, habe ich denn schon? Und es ist schön zu spüren, dass schon verdammt viele Dinge da sind. Jeder von uns, der hier sitzt, hat schon so viele Ressourcen in sein Leben mit eingebracht, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt wären, wo wir jetzt sind. Und das ist wichtig, sich immer wieder mal bewusst zu machen. Und oftmals hören wir aber auch, dass einem nicht direkt die Dinge einfallen. Und dann gehen wir immer ein Stück weiter und sagen, okay, wenn ich selbst gerade gar nicht mehr weiß, was kann ich eigentlich? Was würden denn meine Eltern sagen, meine Freunde sagen, meine Partner sagen, frühere Lehrer sagen, was ich eigentlich kann? Oder was denen bei mir aufgefallen ist? Weil oftmals fallen denen Dinge auf, wo wir dann irgendwie sagen, ist doch nichts Besonderes. Und doch, es ist was Besonderes. Und das wieder wahrnehmen, aufnehmen, das gibt so viel Kraft und Energie. Und das gibt uns die Stärke, dann auch nach vorne zu kommen und sagen, okay, da will ich hin. Und es geht doch nicht mehr darum, dass wir das Ziel unbedingt erreichen, aber es gibt im Ganzen auch wieder eine ganz, die Stärke, die ich eben gesagt habe, und einfach ein unwahrscheinlich gutes Gefühl, dass da doch verdammt viel da ist. Und dann, wenn wir hier praktisch uns aufgeladen haben, also den Rucksack gepackt haben mit all den Dingen, die da sind, dann sind wir immer noch der Startlinie, dann gehen wir da hin und sagen, okay, da will ich hin, das ist alles schon da. Und was brauche ich jetzt noch? Was ist das, was ich für mich noch brauche, für mein Ziel zu erreichen? Und dann gucke ich schon mal nach rechts und links, was brauchen andere, aber ich gucke dann wieder, okay, was davon brauche ich? Und dann ist der Weg auch ein bisschen kürzer, als wenn ich alles andere mal probiere und sage, ja, das gemacht und dieses gemacht. Nee, ich kann jetzt genauer gucken, weil ich ja weiß, wo ich hin will, weil ich ja weiß, wie mein Zielbild aussieht. Dann weiß ich genau, was ich dafür brauche. Vielleicht ist da noch ein Punkt, was ist weiterhin zu berücksichtigen. Das guckt man sich dann mal genauer an. Ja, und dann, ich mache den dritten Schritt gerade noch vorher und dann gehen wir nochmal zurück, dass Sie das für sich gleich auch nochmal in Ruhe machen. Weil wir dann aus den Sachen, die wir eben hier rausgefunden haben, was ich noch brauche, daraus machen wir die Ziele. Das heißt, ich habe genau dann nur noch die Dinge dabei, die ich brauche, nicht die ich denke, die ich brauche oder die ich mitbekomme, die ein anderer braucht. Das heißt, wir machen daraus dann die Zieletappen und da geht es darum, okay, was genau brauche ich, welche Etappenziele brauche ich, um mein Ziel zu erreichen, um auf dem Weg zu bleiben. Und wenn ich da nochmal das Beispiel gebe von dem jungen Mann, wo ich eben erzählt habe, der Unternehmensnachfolger wird, und da haben wir beispielsweise ganz rausgefunden, für ihn ist auch ganz wichtig das Thema Kommunikation und Konfliktmanagement, der ist 26 Jahre alt, das Ganze muss ja noch wachsen. Für den war Organisation ganz wichtig, weil er sagt, über meinen Schreibtisch, er weiß, wo alles ist, aber kein anderer. Also da gucken wir einfach bei den Ressourcen, die fehlen, daraus machen wir dann die Zieletappen. Und die gucken wir uns dann genauer an, aber wir haben die Gewissheit, wir verzetteln uns nicht. Wir kommen nicht von hier nach da und vor und zurück. Sondern wir haben die Sachen rausgefunden, die wir brauchen und sind dann wirklich fokussiert auf unseren Weg. Da geht es also um diese Fragen. Und ja, das war mal Thema der Koblenz-Marathon, wie wir den aufgeteilt haben, wo jemand sagt, welche Etappenziele brauche ich, kann man mal auch schön ein bisschen auch mit reinnehmen. Da war bei dem einen, der sagte, okay, ich muss mir diese einzelnen Vorbereitungsphasen angucken, die erste, die zweite und dann die Intensivphase, für mich ganz wichtig ist, aufzugliedern. Der nächste sagte, ich brauche Infos, ich brauche was für den Kopf. Ich kann nicht einfach nur laufen. Ich habe es aber nie gemacht, ich muss was über Ernährung wissen, ich muss was über Trainingssteuerung wissen, ich muss was über Schuhe wissen. Der sagt, für mich sind die Dinge wichtig. Das waren seine Zieletappen, diese Vorträge nicht anzuhören. Der nächste sagt, interessiert mich alles gar nicht, aber ich brauche Wettkämpfe. Ich bin immer nur so allein, laufe allein im Wald rum, aber ich brauche Wettkämpfe, um mal zu lernen, wie gehe ich dann mit diesem Lampenfieber um. Und wie schaffe ich dann beispielsweise in meinem Tempo zu laufen, mit den anderen hinterher oder nachher nicht anzukommen. Ja, also er hat für sich herausgefunden, das ist das, wo es bei mir hängt. Weil ich jedes Mal hinten raus sterbe, wie man bei uns ja immer sagt. Ja, und der nächste sagt, Wettkämpfe. Dann mache ich jedes Wochenende mal Sportklappe und lange Leute. Schönes Beispiel auch von mir da. Mein jüngster Sohn, der war bei den ersten drei Marathon, glaube ich. Ich glaube, da war die Familie immer mit dabei. Und der Jüngste, der macht also auch unwahrscheinlich gern Sport. Dann hat er einfach so gesagt, Mama, wir immer suchen, ist auch doof. Ne? Er wird jetzt mal einen mit mir laufen. Boah, wie toll ist das denn, wenn du mit deinem Sohn Marathon laufen kannst? Und also er hat gesagt, damals waren wir in Berlin. Und dann haben sie gesagt, komm, dann lass uns Köln machen. Erstmal Köln brauchen wir keine Übernachtung, ist alles gut zu Ende. Köln ist eine Wahnsinnsstimmung, ist für so
gearbeitet. Und er ist Fußballer gewesen, also er ist ja immer noch, also schon sportlich sehr aktiv. Aber ich habe ihm halt eben dann auch gesagt, sag ich, Janik, du musst aber dann auch mal lange Läufe machen. Ja, warum soll man auf die Mama hören, ne? Ich möchte bei vielen hören auf die Mama und nur einfach kurz zusammengefasst. Ich habe gesagt, lass uns wenigstens mal vorher einen Halbmarathon machen, bevor wir einen ganzen machen. Der Kerl ist Abend vorher dann auch in Trier die 90 Minuten Fußball gespielt. Am nächsten Tag ist er den Halbmarathon mit mir gelaufen. Er ist auch super angekommen. Ich habe ihn alleine laufen lassen, bin für mich gelaufen und danach konnte er keinen Schritt mehr gehen. Er hatte sich so seine Füße platt gelaufen und der Marathon hatte sich erledigt. Und warum war das? Weil der Kerl vorher keine langen Läufe gemacht hat. Nur mal so als Beispiel, was jeder Einzelne braucht. Deswegen ist es wichtig, die eigene Zieletappe zu machen. Ich hätte jetzt das nicht gebraucht, ich hätte was anderes gebraucht. Immer drauf gucken, das habe ich vor, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen. Und nicht, was brauchen andere. Das geht in die gleiche Richtung, welche Inhalte, Termine, also nicht mehr welchen Plan mache. Und dann hier noch ein ganz wichtiger Punkt, was macht für mich Sinn, ausprobiert zu haben, um beispielsweise Sicherheit und Erfahrungswerte zu bekommen. Beispiel, so wie wir heute Abend hier gemacht haben, war früh genug hier gewesen. Für mich ist es wichtig, den Raum vorher zu sehen. Für mich ist wichtig zu gucken, klappt die Technik? Wer ist mein Gegenüber? Wer ist denn alles da? Also was brauche ich? Andere, die bin eine Minute vorher reingestellt, kommt mal rüber, bin ich, fang an. Ja, aber deswegen da immer genau gucken, was brauche ich für mich? Dass ich eine innere Sicherheit habe, dass ich für mich sage, ich bin angekommen. Und das haben wir beim Training genau das Gleiche. Wenn wir dann noch über das Thema Sport reden, da ist ganz wichtig, dass wir ausprobieren, was vertrage ich vom Magen her, vom Essen und vom Trinken. Weil genau deswegen haben viele Dinge nicht geklappt. Die waren bestens durchtrainiert, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie genau das vorher nicht gemacht haben. Und so ist es bei anderen Dingen auch. Gucken Sie vorher genau für sich selbst, was genau brauche ich, um das zu erreichen, was ich davor habe. Weil es wäre schade drum, wenn man einfach das nicht gemacht hat, lässt man sein Ziel nicht erreichen. Ganz gleich, was es ist. Weil dann würde ich sagen, dumm gelaufen, selber schuld gewesen. Okay. Ja, dann gehe ich nochmal gerade zurück und darf Sie nochmal einladen, genau an dem Thema nochmal für sich zu gucken. Die Ressourcenarbeit und danach machen wir dann Pause. Okay. Sie haben einfach nochmal 5 Minuten. Mit den Fragen nochmal zu arbeiten, bitten sich nochmal reinzugehen, gerne nochmal einen Austausch. Machen auch gleich die Thema Zieletappe nochmal drauf und dann kommt die wohlverdiente Pause. Okay?